So, jetzt wird es religiös bei der Messe. Wir sind am Sonnenstand. Ehrfurcht bitte. Zwei neue Sachen gibt es zu sehen, die uns besonders interessieren. Das eine ist die RX 0 und das zweite ist natürlich die Venice, die in aller Munde ist. Na, dann schauen wir es uns mal an. Ja, ist gar nicht so leicht bei dem anderen da einen Blick drauf zu werfen, aber jetzt wird was frei. Und das ist das neue gute Ding. Sehr klein, sehr robust. Und was sehr genial ist natürlich, man kann den vorderen Teil abnehmen. Haben wir jetzt gesehen, es gibt eine kleine Matbox dafür, man kann Filter drauf geben. Also es ist wirklich sehr modular gebaut, sehr intelligent gebaut. Bietet hinten die üblichen Anschlüsse, USB, HDMI, Audio in. Hat ein kleines Display, wo man ein bisschen was sieht. Und eine Viertel-Zoll-Schraube. Wo werden wir das Ding einsetzen? Natürlich als hochwertige Actionkamera ist es natürlich interessant, aber vor allem, glaube ich, sehr interessant in den VR-Rigs. Also da, das ist jetzt einmal nur ein Mockup, aber man wird in der Zukunft bis zu 15 Kameras steuern können über die Fernsteuerung. Also das macht dann schon sehr viel Sinn und glaube ich, ist ein sehr, sehr guter Einsatzbereich für diese Kamera. Gerade noch in Amsterdam, jetzt schon in Venedig, die Venice. Ja. Schaut sehr filmmäßig einmal aus, von außen schon einmal, auf den ersten Blick. Relativ kompaktes Gehäuse, muss man sagen, sehr, sehr solide gebaut, alles super verarbeitet, Lemo-Stecker, alles solide gemacht. Also da werden sich die Filmleute sehr freuen darüber. Also auch vorne der Mount ist sehr massiv gebaut, Pell-Mount, verschraubt, kein Adapter, nichts zum Raufdrehen, also wirklich eine solide Sache. Darunter ist ein E-Mount verbaut, der im Moment in der Firmware-Version noch nicht funktioniert, aber dann in der Zukunft gehen wird. Generell ist die Kamera sehr optionslastig. Alle möglichen Optionen, Widescreen und so weiter, müssen bezahlt werden und freigeschalten werden. Die kommen von Anfang an nicht frei mit. Aber die Kamera bringt mal alles mit, was eine moderne Kamera haben soll. Versprochen wurde, dass sie irrsinnig staub- und wasserresistent ist. Die ganze Elektronik drin ist verklebt, faktisch wasserfest. Das einzige Teil ist der Lüfter, der sehr leise ist, den man aber auch ausschalten kann, wenn man will. Das ist das einzige Teil, das quasi mit der Umwelt in Kontakt kommt, kann aber auch sehr leicht repariert werden. Also wenn da irgendwas ist, wenn da Dreck reinkommt oder so, kann man da sehr leicht, braucht man nur ein paar Schrauben öffnen, kommt zu dem Ventilator rein. Also das ist mal eine gute Sache, dass man da nicht großartig in Service gehen muss, sondern das kann jedes Rentalhaus selber machen oder eventuell, wenn irgendwas Schlimmes passiert, einmal sogar am Set. Zweischneidig finde ich die Kamera ein bisschen insofern, 60p Limitierung im Moment, ist geschuldet dem neuen Sensor, der optimiert ist anscheinend laut Sony, 500 ASA Empfindlichkeit als Sweet Spot, da auch ganz gezielt die Blickrichtung in Richtung Leute, die Film gewohnt sind, 500 ASA Filmmaterial, hier 500 ASA bei der Kamera, kann man machen. Man kann sie natürlich auch steigern, wenn man will, aber wirklich die Top-Qualität kommt bei 500 ASA. Ja, ich finde die 60p-Limitierung ein bisschen eigenartig. Man kann nicht einmal in HD mehr machen als wie 60p im Moment. Das, glaube ich, wird sicher in irgendeinem Firmware-Update irgendwann kommen. Es ist ein bisschen schwierig zu argumentieren, warum so eine Kamera für dieses Geld auf 60p limitiert ist. Aber die 60p-Limitierung, sagt Sony zumindest, ist geschuldet der Sache. Es ist eine 4K-Kamera in 4K 60p. Mit so einer Kamera will man eh kein HD machen, also deshalb diese Limitierung. Und für Spielfilm ist 60p ausreichend. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Neuer Sucher. Sucher auch über Lemo-Stecker angeschlossen. Es gibt auch Adapterkabel, dass man diesen Sucher mit dem Lemo-Kabel auf die F5 F55 anstecken kann. Finde ein nettes Feature. Der Sucher ist echt relativ schön. Was es aber immer noch nicht gibt, ist ein Overscan. Also das ist nach wie vor, wird jeden Filmschaffenden wahnsinnig machen. Es gibt immer noch keinen Safety Cache rundherum. Ich weiß nicht warum, aber gibt es immer noch nicht. Die Sache hat zwei Seiten. Es gibt die Operator-Seite, es gibt die Assistenten-Seite. Hier kann man fast nichts machen außer operaten. Wird viele sicher freuen, wird aber viele auch ärgern. Es soll in der Zukunft die Möglichkeit geben, auch das Menü in den Sucher zu kriegen. Im Moment ist es nicht möglich. Wird es aber vielleicht irgendwann einmal geben. Von der Seite kann man die ND-Filter wechseln, man kann die Framerate ändern und so weiter, so die
wirklich fürs Operation notwendigen Einstellungen kann man von der Seite machen. Alles, was dann tief in die Eingeweide geht, kommt dann von dieser Seite und das soll dann auch der Assistent machen. Da traut man dem Operator offensichtlich nichts mehr zu. Es gibt im Moment, glaube ich, auch kein Assistant-Panel, das man sich irgendwie abnehmen kann und das man dann darüber geben kann. Auf der Kamera ist es der RAW-Recorder verbaut. Der ist auch in der ersten Firmware-Version auch schon funktionstüchtig, weil die Kamera intern kein RAW kann. Dazu den Sony RAW-Recorder, den man eh schon kennt. Also das ist jetzt nichts besonders Neues. Was ein sehr geniales Feature von der Kamera ist, ist die ND-Filterlösung. Also interne ND-Filter, die direkt mit dem Chip-Block verbaut sind. Die sind perfekt abgestimmt auf den Sensor. Da wird jeder Filter wird genau eingemessen auf den Sensor, damit es eben keine Color Shifts gibt, damit es wirklich die perfekte Qualität ist. Und es ist wirklich in einblendenden Schritten kann man die ND-Filter wechseln. Also das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Feature. Und ja, das ist ein riesen Pluspunkt von der Kamera.